Okay, dann nicht erzählen wir du. Also vielleicht jetzt kann ich die Verfassung verändern. Dann erzähl du mir, wie man einen PC genau produziert. Von Grund auf. Du hast so das Silizium und daraus musst du jetzt eine Festplatte machen. Du hast einfach Silizium und musst daraus eine Festplatte machen. Ja, aus dem Silizium werden dann Halbleiter-Bauteile gebaut, wie zum Beispiel Transistoren. Mach das mal. Ja, mit bloßen Fingern. Okay, mach. Ja, ich arbeite gerade dran. Warte, so gerade noch 5 Minuten noch. Dann. Ups, verklickt. Ich werde einfach jetzt gerade das friedliche Atom, das feindliche wäre mir lieber. Das ist dann, glaube ich, eh das nächste, oder? Ich habe nicht geschaut. Ja, das nächste ist das feindliche. Cool. Dann bin ich endlich. Endlich? Frei. Kein. Doch, die USA können noch angreifen. Naja, ich hab Öl. Achso, ja, stimmt. Für Bürger und Touristen den Zirkus brauche ich, komm. Den Zirkus. Ich baue den Zirkus, ich baue den Zirkus. Ich baue den Zirkus, wo baue ich den hin? Da. Wie steht's mit der Freiheit jetzt da oben? Oh, bei mir gibt's gerade einen Aufstand. Freiheit da oben ist nicht so prickelnd. Dann baue ich da. Also so wenig Freiheit bin ich eigentlich nicht gewohnt, weil ich wirklich eigentlich fast immer als Demokrat spiele und da habe ich mit Freiheit nie wirklich irgendwelche Probleme. Aber jetzt brauche ich ja doch ordentlich Zeitungen. Ja, also Freiheit ist bei mir schon recht hoch. Also es ist eigentlich nur wichtig, dass die Freiheit im Wohngebiet ist. Ja. Das ist relativ. Bei mir ist gerade ein Aufstand, aber ich habe so viel Militär, dass der in Sekunden schneller niedergeschickt wird. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau, die Mastbetrieb. Achso, der ist so abschüssig. Stimmt, wir haben ja, glaube ich, hier Berge genommen oder Hügel. Ich glaube, Gebirge haben wir genommen, ja. Wir haben Gebirge genommen, ja. Also die Map schaut schon deutlich anders aus als ja, das ist wahr. Das andere, glaube ich, Flachland. Ja, das war hügelig. Hügelig. Na, ja, dann muss ich da hinten weiterbauen. Dann baue ich da auch eine coole Maisfarm hin. Und dann versorge die Animals. Habe ich euch jemals davon erzählt, die Animals. So, und wie schaut's bei mir aus? Ich habe gerade ein bisschen Finanzprobleme, also Bilanz, jawohl, Bilanz geht gerade, geht schon wieder ein bisschen auf. Ja, ansonsten Militär, ja, Aufstand schlage ich nieder. Oh, pass auf. Hoffentlich im Namen Gottes. Nö, im Namen von, wie heißt der Präsident? Prospero Crisp. Waren aus Tropico. Schau, ich habe eine neue Aufgabe. Besitzen Sie 3 Kasernen. Nicht 3 Kasernen, sondern 3 Kasernen. Hardcore-Shit. Aber ich habe nur 2. Bauen Sie ein Zollamt. Habe ich, oder? Neues Zollamt. Habe ein Zollamt. Habe ich nicht bereits ein Zollamt? Habe ich das nicht bereits? Wo ist das? Nee, nicht hier, das ist bei. Nö, hab ich gar nicht. Ich hab kein Zollamt. Ich habe kein Zollamt, das ist scheiße. Weil dann gibt es keine Zoll. Und jetzt habe ich weniger Geld. Das erinnert mich ein bisschen an Gothic 2, weil da wollte auch der Inderspriest unbedingt Geld für die Kirche haben.
Sergio Gomez erinnert mich an Gothic 1. Gomez. Gomez, da denke ich mir an eine Bedrohung durch Rebellen. Oh, machen wir ein bisschen Bahn. So, dann ist okay, glaube ich. 2 Kassern, 3, boah, ich habe fast mehr Panzer als menschliche Einheiten. Oh, ich habe einen Stahl, ich habe keinen Stahl gebaut. Habe ich doch noch. Eine Kaserne. Die müsste. Da, ja, ja. Rebellenangriff. Schon wieder. Oh, 3, 4, das schaffe ich. Ich habe allein 3 Panzer drum. Was ist da los? Brauche ich nicht mal militärisch drin, glaube ich. Ah, komm, ich habe so viel Geld. Kein Risiko. Was, Wachtürme haben alle. Maschinengewehr, ja. Ja. Ich habe allein 3 Panzer drum. Meine Team müssen das eigentlich schaffen, nur die sind da ziemlich lahm. Die armen Kinder! Sie greifen den Zirkus an! Schweine! Was Zirkus wird angegriffen? Nein, aber die Farm daneben. Die Kaffeeplantage, die ist direkt daneben, die armen Kinder. Das stimmt, Kaffeehaag. Das war auch Schleichwerbung, den gibt's nur von einer Firma. Ja. Wie viel hast du gekriegt? Warte, ich schau grad nach. Okay. 2,3 Milliarden. Na, ich hab nur 2,1 gekriegt. Arsch! Das wollte ich jetzt bauen, ich bin ein bisschen doof. So, jetzt haben sich die wieder zerstreut, die Trotteln. Verbannen. Einfach weg mit dir, du Arsch. Ah, immer diese Unruhen. Ah, diese Unruhen, ja. Das ist voll. Oh, Banditen. Der Banditenfürst, sag ich schon ein. Banditen. Verbrecherfürst. Banditen. Der wird verbannt, wie es sich gehört. Die sozialen Unruhen werden erhöht. Ich soll eine christliche Mission bauen. Die baue ich. Wo baue ich sie denn? So, Klatschpresse, as always. Ah, viel besser wird die Freiheit doch leider nicht. Die USA wollen einige ihrer Raketen hier in Tropico stationieren. Schlagen Sie vor, dass wir die Raketen in unseren Recyclinganlagen verstecken. Ja, natürlich. Du Behinderter. Natürlich nicht. Klatsch. Erhöht die Effizienz von Baubüros, eine besondere Effizienz. Ungebildet und. Gebildet was? Wie viele ungebildete Leute sind cool? Die sind so ungebildet. 2 Highschools habe ich und wo ist die Universität? Müsste ich wissen, weil wir waren ja auf der Universität, weißt du noch, damals auf der Universität. Du sagst nichts, ich bin traurig. Ah, hier ist sie. Ich glaube, man versteht dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Die ja, weißt du, ich bin Tiroler und ich verstehe generell wenig Leute. Lustig. Ja. Tiroler, die betonen es K so stark. Tja. Tirol betonen es K so stark. Hey. Das war behindert. Ja. Na, das ist. Da, so reden wir halt. Meistens. Mhm. Glaube ich. Mastbetrieb baue ich jetzt. Oh, endlich. Okay. Endlich. Endlich. Ich brauche mehr Bürger. Ah, der Mastbetrieb. Ah. Gibt ordentlich Essen. Das gibt so hardcore viel Essen. Vor allem mit hardcore. Den Rindern. Viel Milch, viel Fleisch. Ja, Mastbetriebe könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Guten ja, aber ich brauche mehr Einwohner, weil mir fehlen schon wieder Arbeiter. Wie zufrieden? Sicherheit hoch. Nahrung 97, gut, das ist auch gut. Gesundheitsversorgung auch ganz okay. Wohnraum. Oh, 89 Obdachlose. Okay, ja. Da mache ich jetzt was. Für die Guys.
Boys. Die heißt für Boys. Die Guys. Aha, für 10 Familien. Stimmt, ich könnte das Mietshaus jetzt upgraden. Ich gebe mal ein Bildungsprogramm aus. Du hast schon ein Kraftwerk, oder? Zwei ist es. Zwei habe ich, ja. Aber normale kein Atomkraftwerk. Ich erforsche, glaube ich, gerade, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das friedliche Atom. Wäre es dir recht, wenn wir uns in der Zwischenzeit den Strom teilen? Ich meine, ich brauche ihn jetzt zwar noch nicht so gut, aber für später vielleicht. Mhm. Du erwartest also Nächstenliebe von meiner Theokratie. Du nutzt mich schamlos aus. Ja. Ist das so? Also, Jesus Christus ist gerade zu mir in den Palast gekommen und Ketzer. Sagte. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen soll. Soll ich einem Ketzer? Er sagte mir, baue Kohlekraftwerk. Strom. Oh, ich habe das friedliche Uran. Gut, ja, jetzt kann ich da was bauen, da können wir stylen. Was? Ich baue dann noch da schnell das hin. Da hast Kraftwerk neben den Zirkus, das Rangkraftwerk. Warum baust du einen Supermarkt neben das Kraftwerk? Nicht den. Achso, ja, weiß nicht, weil. Dann hat er viel Strom. Hat er nicht Stromprobleme für die Kühlregale. Jetzt im Dann laufen die Kühlregale. Jetzt im Kühlregal. Kühlregal hundertprozentig funktionstüchtig. Dann kann er in die Werbung kommen, 100% funktionstüchtige Kühlregale. So, Manager für Unterhaltungsgebäude. Speichern wir mal. Ja, warte, ich mach. Ich will. Ich will ans Fenster. Das ist 019. Gut. Bestätigen. Ich musste meine Familiendynastie bestätigen. Ich auch. So. Jetzt eine Botschaft einsenden. Ach so, Gold immer noch. Habe ich immer noch nicht. Importiere ich eigentlich. Warum bringt das dann keinen Schmuck? Ich weiß so. Es nicht. Das ist voll beschissen. Ich kämpfe mich. Ich kämpfe mich jetzt frei. Ah, ich kann ja. Ja, also, gut. Ach so, ups, ich hätte auf mein Geld achten sollen. Ich hoffe, jetzt kriege ich durch den Mastbetrieb noch ein bisschen was. Ich bin so wütend. Oh, Rebellenangriff. Ich werde auch gerade angegriffen. Drei Truppen, drei. Immerhin habe ich diesen Putsch unterdrücken können. Also diesen Aufstand der Bürger, weil sie jetzt ein bisschen zufriedener sind. Ja, das kam ja jetzt nicht mehr. Okay. Ach so. Strom teilen, ja. Dann werde ich am nächsten Liebe. Ich würde gerne eine Straße bauen. Jetzt gut, hat funktioniert. Oder, oh, ich dachte gerade schon, der hat keine Strom, die Mine, selber man braucht eine Mine Strom. Der rennt doch dort mit Laternen rum. Ja. Gut, bei dir vielleicht. Bei mir verwenden sie Granatenwerfer. Guten Abend! Lustig, so lustig ist er da. Die Kamera ist lustig. Ja, das war doch gut so. Guten Tag! Nicht? Zumindest ein kleines bisschen, oder? Ich will ihn nie verbannen, weil das die zivilen Unruhen erhöht. Aber die Rebellen einfach hier lassen ist auch blöd. Verbannen ist von allen Optionen das harmloseste. Bestechen ist das harmloseste. Juhu, kalter Krieg, ja, aber bestechen bei Verbrecherbossen und Rebellenbossen. Bei Verbrecherbossen. Hier, mach weiter. Ja, pfff. Ich bin im kalten Krieg übrigens. Erfinder habe ich, die Forschungspunkte. Aha. Was ist denn sehr effizient? Ist das sehr effizient? Nein. Ist das sehr effizient? Ja. Ist das sehr effizient? Ist das sehr effizient? Ja, das wird sich dann rein. Nein. Erfinder. Da.
So, automatisiertes Bergwerk Uran. Jetzt werde ich wieder das Problem haben, wie beim anderen, wie bei der anderen Karte. Ich weiß nicht, ob das beim Let's Special war. Ich glaube fast, dass das nicht versorgt wird. Was denn? Na Blödsinn, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht so weit, dass ich ein Atomkraftwerk gebaut habe. Irgendwann war es ja mal so, dass mein Atomkraftwerk nicht genug Uran bekommen hat. Okay. Obwohl es eigentlich in der Nähe des Kraftwerks war. Ah, des Kraftwerks, der Mine war. Ja, okay. Ich suche jetzt gerade selbst das. So, Nationalpark. Wo ist das Atomkraftwerk? Ja, so ist es zu teuer, okay. Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ah, wo ist es denn? Das Atomkraftwerk. Mr. President, vermutlich haben Sie den Pöbel gesehen, Sie die auf den Straßen protestiert. Er will, dass Sie ihm den Weg aus der Sackgasse zeigen. Vermutlich haben Sie den Pöbel gesehen, der auf den Straßen protestiert. Die Leute wissen nichts mit dem miserablen Leben anzufangen. Ihre Zukunft betrübt sie so sehr, dass sie nicht einmal Geld ausgeben wollen. Die Kapitalisten sind der Meinung, dass das nicht so weitergehen darf. Ah, vielleicht liegt das daran, dass wir es nicht durchspielen können, weil ja neue solche Inhalte dazu gekommen sind, auch so Missionen und so. Vielleicht ging das deshalb nicht zum Laden. Ja, das ist aber ein DLC, das musst du erst kaufen. Nein, aber es ist ja auch beim letzten Update sind ja auch so Missionen dazu gekommen, wie zum Beispiel das mit den stinkreichen Leuten. Ich glaube, das gab es davor noch nicht. Aber das kann ich zum Glück relativ sagen. Stinkreich? Doch, stinkreich hat es schon gegeben. Nein, das schon, aber die Mission 3 neue stinkreiche Leute für die Kapitalisten. Doch, die hat es vorher auch schon gegeben. Also da, die habe ich im Sandkastenspiel mal gegeben. Berühmtheit, was zum Teufel? Die kriegt man in der Neuzeit relativ gut. Okay. Gut, aber das kann ich leicht machen, indem ich die Ärzte stinkreich mache. So. Die müssten jetzt stinkreich werden bald. Wer am nächsten Gehalt. Wie kann ich helfen? Apropos, ich könnte mal schauen. Ich habe hier nichts aktiv. Von wegen nichts ist umsonst oder Krankenpflege übrigens. Dafür Prohibition. Und Verhütungsverbot und Mülltrennung. Au. Sehr gut, Sensibilitätstraining auf jeden Fall. Gebiete. Schauen wir mal, wie es jetzt steht mit der Freiheit. Ich brauche mehr Geburten. Da oben baue ich auch noch eine Polizeiwache hin. Ich glaube, ich habe nur eine. Ich schau mal. Und ich weiß, dass ich was erforschen kann. Das werde ich dann gleich machen. Ja, macht es mal. Gemeindewohl und Medien habe ich eine Polizeiwache dort. Da war ich noch hin. Zur Universität. Achso, apropos, ich wollte ein neues Haus abfahren. Universität. Ich habe kein Geld. Warum? Hydrokultur geht ja schon in der Neuzeit, scheiße. Tja. Mastvieh. Ja, wird wohl so sein. Investiere in den Mastbetrieb. Das Problem ist, ich habe zu wenig Arbeiter, die auf die Maisfelder gehen. Atomprogramm. Dann lass mich endlich in Ruhe. Und endlich kann ich mich allein Gott widmen. In meiner Theokratie. Boah, ist das heftig. Keine anderen Menschen, nur ich. Das erinnert mich an Nyras aus Gothic 1. Nur der Schläfer hat nur ihn auserwählt. Und dann muss man ihn töten. Oh, ich habe viel Verkehr. Also auch im sexuellen Sinn, aber ich meine jetzt eher im spielerischen Sinn. Also im tropikanischen Sinn und zwar im Sinne des Straßenverkehrs. Ja, wird wohl so sein, dass ich Maschbetriebe bauen muss. Was? Maschbetriebe sind unabhängig davon, wo sie gebaut werden, effektiv, oder? Ja. Naja, du solltest halt in der Nähe vielleicht von einer Maisfarm bauen, weil die damit beliefert wird. Das lässt sich machen. Das ist fein. Du musst das Budget erhöhen für die Ackermaisfarm. Achso, der Supermarkt kann ich sich irgendwas upgraden, oder? El Presidente Spielfiguren. El Pretz Spielfiguren. Genau. Ah, Schweizer Nummernkonto? Nein, ich weiß nicht. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. 57%.
Verzeihung, der Herr, ich gehe mal urinieren.